Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Monster Hunter Stories 2. Ja, eigentlich sollte heute Minecraft kommen, aber es wurde leider zu spät für Gary, deswegen bin ich hier wieder unterwegs. Ist aber kein Problem, ich denke mir, ihr wollt es auch sehen. So, und zwar, wir sind hier in Dorf Mahanna. Ihr kennt ja diese Katze hier noch und wir haben ja, wie heißt sie jetzt, Kronkorken. Und ich wollte gucken, ob ich meinen, ein fälschlicher Papierfetzen, der leicht nach Feline riecht, erweitere deine Stellung für weitere Monstis. Und zwar wollte ich das hier machen. Problem ist, ich habe nur 10 Kronkorken. Oh, okay, das bedeutet, ja, ich wollte schauen, dass wir unseren Stall erweitern, weil wir haben da nicht mehr so viel Platz. Für vier weitere Monstis ist dort Platz. Und ich habe ungefähr 6 Eier in meinem Inventar. Ja, 6 Eier. Und was es natürlich ist, werdet ihr gleich sehen. So, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt niemanden doppelt, außer jetzt Ranma. Und Ranma will ich bis zum Ende behalten, denn das war unser allererstes Monsti. Deswegen will ich ihn behalten. So, und zwar gehen wir ganz kurz zu den Eiern rüber. Denn wie gesagt, ich habe einiges. Und das hier scheint besonders zu sein. Zeige ich euch gleich, warum. So, als erstes packen wir das hier mal aus. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt alles für Eier sind, aber wir müssen irgendwie diesen Hai besiegen. Und ich denke mal, mit den 9 werden wir es schaffen, Lagombi. Du bist auch hier? Ey, hübsch. Hätte ich nicht gedacht, dass der da ist. Bestätigen. Ja, wir haben einen riesigen Hasen hier. Auch von Monster Hunter Rise. Ich weiß nicht, ob er jetzt bei älteren Teilen mitspielt, weil es ist einfach Jahre her. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber dass der mit dabei ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was kommt hier jetzt raus? No way! Also war der Monsterbau doch für ihn. Ja, geil. Ich würde sagen, wir haben Zamtrios. Das Hai-Monster. Cool. Ja gut, ich denke mal, wir werden ihn mitnehmen. Oh, Baby. Okay. Alter Schwede, warte, dann wird er das ja auch sein. Vielleicht können wir ihn dann ganz kurz überliefern, damit eine Attacke vielleicht ein bisschen stärker wird von ihm. Und wer wird es sein? Zamtrios. Oh, seine Zähne. Alter. Brutal. Okay, wen haben wir hier jetzt? Ich denke mal, da wird jetzt nichts Besonderes drin sein, oder? Oder? Weg damit. Brauchen wir nicht. Wer ist hier drin? Komisch, dass ich das hier nicht vorspulen kann. Sonst kann man eigentlich meistens immer alles vorspulen. Aber ist egal. Ich schaue mir das gerne an. Und wen haben wir hier? Anjana. Nee, Nagakuga. Plus 2 in Angriff. Aber das Dumme ist, man levelt die anderen hoch. Wofür? Ich hätte gern dann den hochgelevelt, aber wofür? Da muss ich den wieder hochleveln. Deswegen lasse ich das mal lieber. Groß, Yagi, dich habe ich eben gerade weggeschmissen, also, ja, tut mir leid. Und jetzt, eins der besonderen Sachen, die ich gesammelt habe, habe ich gestern Abend um, keine Ahnung, um 12 Uhr gemacht abends. Giangaruga. Cool, oder? Wir haben neue Monstis. Und wir werden einige davon mitnehmen. Wen wir mitnehmen, das werde ich jetzt erstmal gucken. Denn, ja, Paulumo. Weiß ich nicht. Paulumo. Paulumo, wir schicken dich erstmal zurück, ja? Ich würde sagen, Giangaruga, du kommst mit. Ranma, du kommst auch weg. Denn ich sehe gerade, Bunny kann auch springen. Ja. Puke, Puke, mein Süßer. Ich weiß, du bist stark, aber ich. Zamtrios, oder wie er auch heißt. I love him. Ich liebe ihn halt. So, und jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir die beide fusionieren, ne? Weil den Zamtrios, den wir hier haben, der ist besser. Das hier, den behalten wir. Und wir machen den hier. So, und welche Attacke? Eisabwehr, Frost, Wärme des Gen. Machen wir das hier. Eisabwehr, Verteidigungsboost. Machen wir das mal. Und machen wir genau auf die Fähigkeit, damit sie vielleicht stärker wird. Ich weiß, ich mache es falsch, aber ist egal. Somit ist der schon mal weg. Und so sieht... Oh! Das wird einer meiner Favoriten sein. Ich denke mal, jetzt wird er einer meiner Favoriten sein. Ich werde ihn bis zum Ende, bis zum Spiel mitnehmen. Aber es kann auch sein, dass wir jemand Stärkeres finden. So, deswegen halt, ja. Haben wir ihn jetzt alle mit? Ja, haben wir alle mit. Gut, das bedeutet, ja, erstmal Mission abholen, damit sie ein paar Level kriegen. So, wir geben jetzt noch ein einziges Mal die Steine ab. Zamtrios, Lagombi, alle haben Level 13 und Rathalos hat Level 15. Da sieht man, wie schnell man hochkommt mit den Missionen und
Tickno, ich selbst, habe fast Level 18. Das bedeutet, diesmal könnten wir auf den Putz hauen. Jetzt heißt es aber, wir müssen gleich nochmal ganz kurz trainieren. Aber wir machen hier schon mal etwas. Und zwar, für 30 Minuten geht das. Kann ich denn... Okay, wir können eine Stunde können wir das machen. Wir werden also, dass ein Gegnerkampf verursachten Schaden für 30 Minuten um 8,3% wird es erhöht. Das werden wir benutzen. Dankeschön, Gott des Monster Hunters. Ja, somit gehen wir, glaube ich, jetzt los. Aber wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir vielleicht eine bessere Rüstung oder so kriegen. Weil wir müssen irgendwie stärker werden. Viel stärker. Pass auf, ich mache das jetzt für diese Folge. Und zwar, wir haben 49 Verteidigung. 27 Schwachpunkt dort. Wir haben hier mehr in Schwachpunkt von dem einen da. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber wir haben 62 Verteidigung. Ich glaube, ich werde das machen. Also, ist ja nicht schlimm. Wir können das ja immer wieder kriegen. Rathian einmal besiegen. Rathian läuft hier rum. Easy peasy. So, jetzt aber einmal ausrüsten. Dankeschön. Ja, Waffe schmieden müssen wir jetzt nicht wirklich machen, oder? Jupiters Kugel. Von wem stammt die ab? Von dem? Liefern. Let's go. Wir haben eine stärkere Waffe dann. Okay, weil ich glaube, den Hammer haben wir benötigt, oder? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber, und wartet mal. Wir können ja jetzt noch hier... Ey, die passt eigentlich gut zusammen. Grün zu grün. So, dann machen wir verbessern. Waffe verbessern. Ich weiß zwar nicht, wie wir sie verbessern können. Okay, man müsste nur diese 6 Punkte machen. Okay, dann mache ich das ganz kurz mal. Rüstung habe ich verbessert. Ist jetzt auf 81,43. Vorher war es irgendwas mit 60. Okay, das ist gut. Dann kann ich euch das ganz kurz bei den Waffen zeigen. Und zwar hier. Sagen wir jetzt, ich nehme jetzt die Waffe. So, hier haben wir jetzt mehrere Punkte. Hier müssen wir jetzt zum Beispiel 3 Punkte. Dann machen wir so und dann dreimal hier. Und hier unten müssen wir 4 Punkte vollkriegen. Dann machen wir jetzt Nagakuras voll. Liefern und somit ist er fertig. Ja, dann machen... Was? Achso, nicht verändern. So, jetzt sind wir bei... 59. Hat sich da jetzt was getan? Ich weiß es nicht. Arigato gozaimasu. Ja, jetzt gucken wir ganz kurz, was wir hier noch besorgen können. Weil ich glaube, wir brauchen ein paar Kräuter und so weiter. Ich habe letztens was gekauft. Und zwar hier. Guck mal, nehme ich ruhig ein paar Stück mit. Wir haben genug Geld. Deswegen können wir das ruhig machen. Leidenschaftspille. Können wir auch noch hier was mitnehmen. Und ja, ich denke mal, erhöht die kritische Rate. Ja, let's go. Und Gegengift natürlich. Bam. Ich denke mal, das sollte eigentlich... heißer Nebel habe ich auch. Das sollte alles genügen. Und somit können wir jetzt erstmal ins Eisgebiet. Kurz ein bisschen trainieren. Und dann richtig reinhauen. Alter, das sieht aber auch gut aus. Jetzt heißt... Es ist ein Froschhai? Oh, cool. Jetzt will ich aber ganz kurz mal gegen den starken Viech kämpfen, damit ich seine Attacken sehe. Da, ich sag mal, das mit den Springen, das geht ja. Gefällt mir jetzt nicht so. Okay, er kennt die Monster. Aber jetzt eine wichtige Frage. Es ist ja ein Froschhai. Kann er schwimmen? Wir testen es. Also wenn das jetzt nicht funktioniert. Es funktioniert. Okay, sehr nice. König Lutrothe. Ich will ihn ganz kurz mal testen. Ich will wenigstens die Attacken mal sehen. So circa, was er halt drauf hat. Wir sind ja alleine, stimmt. Stimmt. Okay, ich glaube, die gingen auf... Ich weiß nicht, ob die auf Technik gingen oder so. Ich weiß nicht, wir testen es einfach mal. Boah, ist ganz gut. Oh, schön, 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 schön. So, einmal nochmal da drauf. Geschwindigkeit war es, wa? Ja, ich kann mir das nicht merken. Es gibt hier so viele Viecher. Keine Ahnung, was ich da benutzen soll. Ist nicht schlimm. Samtrios, wir sind Eisspeer. Cool. Cool. Kann sich wirklich sehen lassen, ne? So, jetzt müssen wir aber mal die Dinger hochkriegen, wa? Einmal so drauf. Let's go. Ist unsere Bindung schon so gut, dass wir uns so gut verstehen? Okay. Hi. Er hat zum Glück einen Kraftangriff gemacht, deswegen weiß ich auch noch, was ich hier mache. Wir gehen auf seinen Kopf drauf. Sein Chero muss gebrochen werden. So, einmal so. Und wenn er jetzt das Gute macht, dann haben wir unsere Bindung voll. Ah, noch nicht ganz. Wir müssen noch ein einziges Mal. Und dann sehen wir seine letzte Attacke.
Okay, warte mal. Jetzt geht er auf bestimmt auf Geschwindigkeit. Nicht ganz, aber ist egal. Ist nicht schlimm. Unsere Bindung ist somit voll. Das bedeutet, er ging auf Technik. Wir reiten. Komm her, mein Großer. Zandrios. Wir gehen erstmal... Nein! Oh, ich wollte schon gerade sagen, einmal auf Kraft drauf, bitte. Damit sie ein bisschen stärker ist. Weil wir wollen gleich richtig Damage machen, wenn er liegt. Und liegt er? Er liegt noch nicht. Deswegen gehen wir nochmal drauf. Leg dich mal hin. Er liegt nicht? Okay, ich dachte, bei jedem gebrochenen Teil wird er sich hinlegen. Ja, dann machen wir einmal Bindungsangriff. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Bläst er sich komplett auf? Wir werden es sehen. Frostgrund. Oh shit, bist du dick geworden? Cool, cool. Ja, das kriegen wir doch easy hin hier. Okay, die Attacke war schon ziemlich funny eigentlich. Komisch, dass er sich... Deswegen Froschhai, weil er sich so aufblasen kann. Ein Hai kann das ja nicht. Sehr schön. Haben wir geschafft. Zandrios. Ich mag dich. Gut. Aber das waren ja noch nicht alle, die wir eigentlich austesten müssten. Ne? Und zwar sind ja jetzt noch Bunny da. Und wer war denn noch? Giangaruga, ne? War da? So, warte mal. Steigen ganz kurz mal ab. Wir müssen eh absteigen. Ah, ne, müssen wir gar nicht. So, Giangaruga und Lagombi. Lagombi haben wir ja bisher noch nicht gesehen. Aber einige von euch haben ja auch geschrieben in den Kommentaren, benutzt Rathalos. Deswegen werden wir Giangaruga und Lagombi in späteren Verlauf mal ausprobieren. Denn wir müssen ganz kurz Rathalos trainieren. Weil Rathalos ist derjenige, der uns... durch einen Hai führen kann. Naja, eigentlich irgendwie nicht, weil er hat keine letzte Attacke, mit der er richtig reinhauen kann. Deswegen, wir trainieren einfach. Meteorhammer. Wir sind mitten im Fight. Ich habe was bemerkt, und zwar, mein Charakter kann ja immer Fähigkeiten einsetzen. Wenn ich aber Rathalos jetzt bei mir habe, gibt es aber ein kleines Problem. Diese, unten in der Mitte, seht ihr das Blaue. Das geht meistens nicht drüber, über diese 50%. Jetzt habe ich hier diese Attacken. Und eben gerade, ich hatte die ganze Zeit, hatte ich es, dass ich keine Attacke einsetzen konnte. Ich konnte nicht eine Attacke einsetzen, über 6-7 Runden lang nicht. Obwohl ich den Hammer benutzt habe. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es doch funktioniert. Und ich glaube, wir sind wirklich jetzt bereit, gegen Zandrios zu kämpfen. Und wir gehen jetzt hin ins Eisgebiet und werden ihn besiegen. Diesmal wird die Rache kommen und sie wird diesmal sitzen bis zum geht nicht mehr. Ich habe jetzt alles, ich habe sogar Items, womit ich mein Herz wiederholen kann und. Diesmal werde ich ihn fertig machen. Niemand hat mehr eine Chance hier gegen uns. Obwohl wir noch klein sind, sind wir die Stärksten hier. Hoffentlich. Hier ist jetzt, glaube ich, gar nichts mehr, was uns irgendwie aufhalten könnte. Nee, ich denke mal nicht. Speichern müssen wir jetzt auch nicht unbedingt, weil wir danach eh in ein anderes Dorf rein können. Und ja. Ach, und schreibt mal unten in den Kommentaren mal eure Meinung. Ich bin am Überlegen. Auch Monster Hunter Rise. Ich habe es sozusagen schon zur Hälfte durch, aber ich bin am Überlegen, das auch nochmal auf YouTube zu bringen, damit es halt auf YouTube sozusagen verewigt ist. Schöne Höhle, aber egal. Ja, ich bin halt am Überlegen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen möchtet. Die Folgen, bei denen ist es halt gut bei Monster Hunter Rise. Und zwar gehen die Kämpfe nie lang. 10 Minuten höchstens einen Kampf oder so. Oder 12 Minuten, wenn es richtig stark wird. Aber ansonsten geht es eigentlich locker flockig von der Hand so, you know? Aber ja, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich hätte mich doch heilen müssen, ne? Schnelle Heilung. Let's go. Gut. Und jetzt heißt es, wir besiegen ihn. Denn jetzt wird er kommen. Aber wo versteckt er sich eigentlich? Ach so. Ja gut, wir sind noch gar nicht da. Oh, jetzt kommt er. Gut. Also, ich schalte mich nochmal weg, damit wir die Geschichte nochmal sehen können. そっか、ライダーさんは雪が初めてなのか。ひー、もう雪道ってのはに。雪道はこういう危険もあるから。気をつけろ。二人とも何を遊んでいるの？
Kurawa-Kodosaki-da! Diesmal sind wir vorbereitet. Ach, und das Video habe ich jetzt extra drin gelassen, weil der eine oder andere hat das letzte Video nicht gesehen und dann sieht er das Video so. You know what I mean? So, deswegen halt. Also, zudem führt daran jetzt kein Weg vorbei. Es gibt also auch hier draußen zornesverhaltende Monster. Ja, es liegt jetzt an uns, Kumpel. Zeit, unsere Tatzen schmutzig zu machen, um den Kampf aufzunehmen. Let's go. Ich habe trainiert und deswegen. Mal sehen, Fähigkeit kann ich noch nicht... Okay. So, wir kämpfen einmal. Ja doch, als erstes muss ich... Kraft, glaube ich. Ich glaube, das war Kraft. Wir gehen als erstes auf die Beine, weil dann weiß ich, er kippt um. Let's go. Okay, und als nächstes müssen wir dann auf Geschwindigkeit. Geschwindigkeit? Nee, er geht dann auf Geschwindigkeit. Deswegen müssen wir achten, auf was wir jetzt hier tun. Okay, diesmal bis jetzt ist ganz gut. Und ich habe bemerkt, mit Rathalos habe ich eine übelst krasse Bindung. Das bedeutet, dass wir diese Attacke mehrmals machen. Siehst du? Was ist Zamtrios? Zamtrios ist ein Witz, ist es. Bam, Baby. Eismantel. Okay, jetzt fängt es aber an, schwieriger zu werden, ne? Weil jetzt macht er seine komische Attacke. Er hat sich mit Eis bedeckt. Das bietet nicht nur Schutz. Vielleicht greift er jetzt auch mit anderen Attacken an, ne? Ja, macht er auch. Ich weiß aber wie. Wir gehen auf Technik. Kann ich vielleicht schon eine Fähigkeit? Nein, kann ich immer noch nicht. Das meinte ich bei Rathalos. Ich kann irgendwie keine Attacken wirklich einsetzen. Mario, ist doch klar, dass wir jetzt gewinnen. Alter, Zamtrios ist ein richtiges... Wir haben halt trainiert, ne? Das ist halt unfair ihm gegenüber. Aber, ey... Er hat auch trainiert, ja? Er ist stark. Ey, pass auf, was du mit Rathalos machst, ja? Kann ich jetzt vielleicht eine Fähigkeit... Okay, kann ich vielleicht die Fähigkeit nur einsetzen, wenn er liegt? Und zwar jetzt. Komm, Rathalos, los. Ey, du greifst ja was komplett Falsches an. Wir machen mal kurz Lebensbruder, damit wir ein bisschen mehr Energie haben. Soll er ruhig machen? Das kann er jetzt ruhig weg. Eisbär, dann komm doch. Mit der Attacke wären wir eigentlich easy weg gewesen. Kann ich jetzt attacken? Immer noch nicht. Das meinte ich. Wie gesagt halt, bei Rathalos habe ich keine Möglichkeit, irgendwas zu setzen. Aber ich und Rathalos werden jetzt angreifen. Anschwellen. Soll er ruhig anschwellen. Er liegt jetzt auf dem Boden. Siehst du, wie es sich aufblustert? Das bedeutet Ärger. Sei gewappnet. Und jetzt geht er bestimmt auf Kraft, oder? Jetzt aber eine Frage. Ich habe seine Beine weggeschlagen. Warum liegt er nicht? Okay, sehr schön. Rathalos macht zwar auf Kraft, aber ist halb so wild. Das ist wirklich halb so wild. Vielleicht ist er jetzt vergiftet. Kritischen sogar. Wir werden aber so machen, damit wir nicht sterben. Lebensbruder, bitte. Zamtrios Walze. Jetzt kommt die Walze. Gut, dass ich uns aufgeladen habe. Denn die Attacke ist gefährlich, glaube ich. Ich denke es jetzt mal. Zamtrios Walze. Ja, die ist gefährlich. Die trifft uns beide. Aber... Was war das, Junge? Das war ja nichts. Eisiges Gas. Alles ist so gefroren, dass es schwer ist, richtig Pfoten fassen zu können. Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Was zum Ajulia? Was machst du denn hier? Erkläre ich euch später. Behalte das Monster im Auge. Oh, wie heißt der jetzt noch? Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber ist scheißegal. Ich muss jetzt irgendwie hier hochbekommen von der Energie her. Okay, ich habe jetzt Energie gemacht. Jetzt geht er, glaube ich, auf Rathalos. Das bedeutet... Wie hieß er nochmal? Ich kenne seinen Namen. Ich kenne seinen Namen, aber ich komme nicht mehr drauf. Hanate. Alter, was ist das? Genki-Dama oder was? Das schwarze Loch.
Ich wollte gerade sagen, haben wir es geschafft? Come on, Santerios, du hast keine Chance, mein Freund. Gut, wir bleiben weiter auf Heilung, damit wir wenigstens ein bisschen weiter voran können. Wir müssten uns eigentlich heiß machen, wa? Aber ist egal. Energie ist wichtiger als das. Energie ist wirklich wichtiger. Heiß machen kann er nicht uns immer noch. Hey, schöne Waffe hat sie da. War das eine Glefe? Nee, warte mal, eine Glefe konnte es ja gar nicht sein. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber pass auf. Und zwar müssen wir jetzt benutzen... Wo ist es denn? Heißer Nebel. Bam, Junge. Jetzt mach ich's richtig heiß für uns. Rathalos, aber du musst kurz überleben, ja? Frostfang heißt er. Oh, wie hieß er nochmal? Ich komme wirklich nicht auf seinen Namen. Gary würde das sofort wissen, ne? Aber ich nicht mehr. Mein Kopf ist voll mit allem Kram. Es ist alles voll. Oh, er geht auf mich drauf. Dankeschön. Ich glaube, der müsste jetzt eigentlich tot sein. Jetzt jeden Augenblick. So, wait a minute. Wir müssen jetzt da drauf gehen. Technik, wa? Kann ich jetzt vielleicht irgendwas einsetzen? Auch nicht. So, pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal drauf. Wir gucken einfach mal. Eismantel macht er. Okay, kein Problem. Soll er ruhig machen. Wir haben zum Glück meine Girlfriend hier und ihr Frostfang. Oh, jetzt müssen wir die eine Sache noch brechen. Okay, ist doch schwieriger als gedacht. So, warte mal. Als erstes gingen wir auf Krach drauf. Jetzt müssen wir auf Dings drauf gehen. Okay, okay, okay. Dann bedeutet das, wir müssen jetzt auf Technik. Und einfach auf da. Ja, siehst du, richtig. Ich muss mir halt, manchmal muss ich mir das wirklich merken, ne? Weil manchmal weiß ich es einfach nicht. Ich vergesse es einfach. Eisenverteidigung. Und das ist Paulumos Waffe, oder? Das sieht so aus. Eiszyklon. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, mein Attack ist egal. Sie macht besänftige Klänge. Das bedeutet, ich kriege ein bisschen Energie. Es ist aber immer noch nicht da. Absolutes Ausweichen brauchen wir nicht. Wir greifen einfach mit Technik an. Let's go. Wir machen ihn fertig. Zeig mal, lass deine Klänge erschwingen. Okay. Aber es dauert noch kurz, bis ich ihn fertig mache. Gut, das können wir ja jetzt ein bisschen vorspulen. Frostschlag. Okay, schöne Attacke. Sehr schön. Ja, ich glaube, das war's. Ne, er lebt immer noch. Er ist aber immer noch gefährlich. Kann ich jetzt eine Attacke? Immer noch nicht. Das meine ich bei Rathalos. Ja, genau das meine ich. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich denke mal, sobald er ein bisschen größer ist, können wir auch alles andere einsetzen. Eiszyklon wieder. Sehr schön. Macht ein Tornado. Sehr gut. Ich komme fast auf seinen Namen. Warte mal. Ich kam gerade fast auf seinen Namen. Liegt er auf dem Boden? Das bedeutet, ich kann sie einsetzen. Nein, kann ich immer noch nicht. Hätte ja sein können. Mach deine Klinge. Waka waka. Sehr schön. Hälfte haben wir jetzt schon fast runtergekriegt. Easy peasy. Ich könnte ja auch ein anderes Monster benutzen, aber habe ich gerade keinen Bock drauf. Weil Rathalos soll seinen ersten Kampf... Puh, sieht aus, als sei niemand verletzt worden. Ja, gut, dass du gekommen bist. Vielen Dank an Julia. Wir hatten echt... Was? Wir hätten echt eine Klemme gesteckt, wenn du nicht gekommen wärst. Nicht wirklich. Lagombi? Erfrierungsstoß? Okay, er macht Eisattacken. Ey, aber ganz ehrlich, hätten wir auch easy geschafft. Stimmt, wie sieht seine Rüstung aus? Ah, ich glaube, es kommt via Story, wa? Ich denke mal schon. Ey, das war aber ein geiler Kampf. ここにも大穴が。ああ、危ないところだったぜ。アユリアのおかげだな、ライダーさん。あ、マハナ村の挨拶だ。久しぶりだな、アユリア。そう、挨拶。久しぶりね。お前も元気だったか、ヒョウガ。 まさかここで、ナビルに会えるなんて驚いたわ。私はアユリア、クアムラのライダーよ。こっちはライダーさんとエノだ。二人とは旅の途中で知り合って、いろいろあってここに来たんだ。モンスターの力を制御する技を持つ竜人がいると聞いてきたの。どこにいるか知っていたら教えてほしい。力を制御する、その竜人ってもしかして。 ああ、デデジーのことだ。じいちゃんは今どこにいるんだ？さあ、
最近はこの辺りで見かけていないわ。そんな、せっかくここまで来たってのに。そのレースの力を制御するの？ああ、うん、そうなんだ。そう。この子。お腹が空いているの？ナビル。違う！いくら俺でもいつも腹を空かせてるわけじゃないぞ。ライダーさんか？話もしたいから私の家で休んでいったらどう？食事も用意するわ。助かる。なあ、アユリアの家ってクワン村は元通りになったのか？元通りというわけではないけれど、村の建て直しが進んで村人たちが戻ってきたの。そうなのか！よかったな、アユリア。ええ、ついてきて。Auf zum Dorf Kuan. Ach, und der Tiger heißt Barioth. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Ich wollte Baroth sagen, aber das wäre nicht richtig. Barioth. So heißt der hier. Also, ist auch natürlich einer von den alten Teilen auch. Und Monster der Eisbomb war auch natürlich da. Aber der ist groß. Rathalos wird bestimmt auch noch so groß. Aber ja, da sind wir. Samtrios wurde vernichtet und jetzt heißt es, wir müssen auf zum Dorf, ja, Kuan. Und ich habe eben gerade hier eine Story gesehen, also wo die Geschichte kam. Hier war eine goldene Höhle, die ist aber nicht mehr hier. Spiel, wo ist die goldene Höhle? Ich habe sie eben gerade gesehen, aber die existiert hier nicht mehr. Also sind diese ganz normalen hier, die wir hier sehen, keine wirklich guten, ne? Sondern halt Standarddinger. Aber, ja, gut. Wie hieß sie jetzt eigentlich? Ich hab... Zulia, ne? Zulia war's. Gut, gehen wir hier mal runter. Ich glaube, ja, hier müssen wir lang. Begib dich zum Dorf Kuan. Steht da sogar rechts. Gut, und genau das machen wir. Das bedeutet, ja, wir werden deren Dorf sehen. So wie ich gerade gehört habe oder mitbekommen habe, ist deren Dorf kaputt. Oder nicht mehr so heile wie zuvor. Okay, da ist schon das Dorf. Da gehen wir doch ganz kurz mal hin. Und wartet mal. Hier geht das Gebiet. Ich will mal die Karte sehen. Oh. Okay, das bedeutet, wir werden in der nächsten Folge noch einige Eisviecher sehen. Hasi werden wir sehen. Den Hasen werden wir sehen. Hier, den Büffel haben wir auch noch nicht besiegt. Wartet, damit können wir ja so machen. Damit... Giangaruga. Komm her, Baby. Damit du auch wenigstens mal drankommst, ne? Und ich habe gerade gesehen, jetzt in dieser Millisekunde, dass er schnell ist. Pepe, oh, ich will ihn streicheln. Wir gehen safe auf Kraft. Wir gehen auf Geschwindigkeit. Let's go. Sag ich doch. So und nicht anders. Ich glaube, die halten nicht viel aus. Giangaruga, was ist los? Okay, ich kriege aber auch meine Schläge. Wir gehen da drauf. Sehr schön. Die heilen sich sogar jetzt. Was? 134. Oh, schön hat er gesungen. wir gehen weiter drauf. Die müssen ja eigentlich jetzt gleich weg sein. Schneegesicht, das will ich mir kurz angucken. Die machen eine besondere Fähigkeit. Schneegicht. Oh. Giangaruga, noch eine Attacke von dem bist du tot, wa? Halt, stopp. Das reicht jetzt. Er muss sich nicht mal aufladen. Er schafft das schon. Guckt, jetzt kriegt er sogar Energie. Ach, er ist gar nicht, erfroren. Schade, ich dachte, wir können auf ihn reiten. Aber ist egal. Somit haben wir jetzt Giangaruga auch einmal kurz ausprobiert. Aber wir werden auch seine richtige Attacke nochmal sehen. Ah, sein Horn war sogar abgebrochen oder sein komisches Geweihding. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Okay, aber hier sind wir. Sollen wir gucken? Ja, er ist schneller als Rathalos. Aber, ey, Rathalos hat uns gute Dienste geleistet. Deswegen werden wir auch mit ihm hier reingehen. Ey, das Dorf sieht doch ganz gut aus. Wie, das Dorf wurde nicht wirklich aufgebaut. Guck mal, sogar ein Tannenbaum. Weihnachtsbaum ist da. Er ist sogar geschmückt. Dorf Kuan. Da sind wir. Und mal gucken, wer uns jetzt begegnet. Vielleicht kennen wir den sogar. Achso, warte, die zeigen nur das Dorf. Dorf Kuan. Sieht schön aus. Die sind auch irgendwie weiterentwickelt, kann das sein? Schöner Schneemann. Schöne Windmühle. Die dritte dreht sich gar nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht vereist. Und einen wunderschönen Tannenbaum.
Oh, ich wollte gerade sagen. Ich wette, du bist auch hungrig. Komm zu meinem Haus. Oh, wir werden gleich eingeladen. Hm? Dankeschön. Sind wir gleich schon auf dem Date hier? Warte, aber wo können wir hier speichern? Da haben wir sogar einen Schlitten. Ei, dei. So, hier können wir natürlich speichern. Gehen wir ganz kurz mal zum Haus hin, weil irgendwas hat sie da ja zu essen für uns. Einmal da speichern. Ja, unsere schöne Kleidung, ey. Die von Ruthian, ich weiß nicht, die mag ich nicht vom Aussehen her, aber sie ist halt stärker, also müssen wir sie ja irgendwie benutzen. Ja, leider. So, wo bist du denn zu ihr? Ich komme. Unser Date findet... Oh, warte mal. Falsche Richtung, aber da ist ein Koop. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir da irgendwas Neues oder so? Ich weiß es nicht. So, hi. Da bin ich. Moin. Ihr Monster hat sogar eine Dings. Flügel des Verderbens, du meinst also Ratter, steckt hinter all diesen seltsamen Ereignissen in letzter Zeit? Nö. Auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Ich gebe zu, er sieht schon aus wie der Rattalos aus der Legende. Wenn du nicht daran glaubst, wieso willst du dann einen Weg finden, seine Kräfte zu unterdrücken? Nun ja, weißt du, der andere Dorf da. Ich habe dich nicht per Zufall getroffen, weißt du? Hä? Frostfang hat etwas gespürt, ich bin ihr gefolgt und so habe ich dich gefunden? Wir wissen immer noch nicht, welche Art von Macht Ratter besitzt. Wir müssen verstehen, was der Wächter der Ratter uns schenken wollte. Ich verstehe. Du willst also verstehen, wozu Ratter fähig ist? Hm? Erraten. Sag mal, Ajulia, nicht Azuya, Ajulia. Dürfen wir ein Weilchen hier bleiben? Bitte was? Bitte, lass uns eine Weile im Dorf Korn bleiben, wenigstens bis wir den alten Dede finden. Bitte, wir müssen dringend mit ihm sprechen. Na komm. Komm, bitte. Guck mal, er sieht doch süß aus. Also gut, wenn ihr verspricht, dass ihr niemanden im Dorf Unannehmlichkeiten bereitet. Es gibt noch einen Krater auf dem Schneeberg Lavina. Das merkwürdige Licht kam von dort. Also noch einer. Es hat alles in Korn verunsichert. Die Menschen machten sich Sorgen, dass unser Dorf wieder zerstört werden könnte. Wieder? Ihr habt euer Dorf schon mal verloren? Habt ihr je vom schwarzen Pesthauch gehört? Hab ich. Das Ökosystem wurde gestört, das schwarze Pesthauch stieg auf und Monster verfielen in der Raserei. Nun, mein Dorf wurde vollständig vernichtet. Das tut mir wirklich sehr leid. Ajulia, keine Sorge. Wir machen keinen Ärger, versprochen. Aber wenn Ärger vorbeikommt, dann sind wir da, um zu helfen. Stimmt doch, oder Kumpel? Hm, natürlich. Danke. Ihr seid gerade zur rechten Zeit aufgetaucht. Es gibt etwas, das ich mit meinem anderen Rider besprechen wollte. Oh, macht's euch was aus, mir zu helfen? Nö. Meine Tatzen sind bereit. Klasse, aber lasst uns zuerst dem Dorfoberhaupt Hallo sagen. Okay. Gut, wir werden akzeptiert. Das Haus des Oberhaupts liegt auf der südlichen Seite des Dorfes. So, schaut euch das mal an, ey. Wie geil. Ich hoffe, wir kriegen für Rattalos das auch nochmal. Ja, gut. Das ist also ihr Haus. Cool. Ist auf jeden Fall ein großes Haus. Wir können leider noch nicht reingehen und ich glaube, man kann nicht reingehen. Ach, schade. Ey, aber Freunde, wir müssen jetzt hier erstmal einen Cut machen, ne? Denn in der nächsten Folge geht's weiter. Welches Monster wir treffen, werden wir halt sehen. Aber ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.